Für eine stabile Entwicklung steht unser Regionalmanagement als starker Partner in der Region. Wir durften mit Frau Dr. Eva Stiermeier sprechen. Als Geschäftsführerin nimmt sie diese schöne Herausforderung an und steht für Innovation und stabile Entwicklung unseres so vielfältig gestalteten Bezirkes Liezen. Mir gegenüber sitzt die Frau Dr. Eva Stiermeier, die neue weibliche Geschäftsführung des Regionalmanagement Liezen. Eine starke Frau mit ganz, ganz viel Ausstrahlung. Frau Dr. Stiermeier, aus der Chronologie heraus, wie war Ihr beruflicher, ist Ihr beruflicher Werdegang? Ja, herzlich willkommen im Regionalmanagement. Mein Name, wie Sie gesagt haben, ist Eva Stiermeier. Ich habe in Linz maturiert und war dann 10 Jahre lang in Wien. Habe bei der österreichischen UNESCO-Kommission gearbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin, war im Außenministerium in der kulturpolitischen Sektion und nachdem ich mein Doktorat in den Sozial- und Humanwissenschaften gemacht habe, habe ich mir dann gedacht, ich möchte noch mehr in der Wissenschaft arbeiten und habe dann ein Jobangebot von der Europäischen Kommission bekommen. Und meine Familie und ich, wir sind dann vor 2,5 Jahren von Wien nach Brüssel übersiedelt. Und ich habe begonnen, beim Europäischen Forschungsrat zu arbeiten. Der Europäische Forschungsrat ist eine Agentur der Europäischen Kommission und der kümmert sich um Spitzenforschung. Also wir haben Forschungsmittel, Finanzmittel an junge Wissenschaftler vergeben, die Spitzenforschung betreiben. Sie sind Globetrotterin. Nichtsdestotrotz, Sie sind gebürtig aus Oberösterreich und es hat Sie in den Bezirk Liezen verschlagen. Warum ist hier jetzt Ihre Station? Genau, also ich habe es wirklich geliebt, in Brüssel für die Agentur zu arbeiten, weil die Rahmenbedingungen dort perfekt waren. Nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, dass man dort eher in einer ausführenden Position ist. Also wir haben Vorgaben gekriegt, die wir erfüllen mussten. Und ich bin doch auch ein kreativer Mensch und ich liebe es zu gestalten. Und habe mich auch immer wieder anderweitig umgesehen und auch aus familiären Gründen sind wir zurück nach Österreich, weil mein Mann ein begnadeter Kletterer ist und er in Brüssel nicht glücklich wurde aufgrund der Flachheit des Landes. Und ich habe ihm versprochen, nach Brüssel gehen wir wieder zurück nach Österreich in die Berge. Und wir haben uns dann nach einer neuen Heimat umgeschaut und haben die in der Region Liezen gefunden. Das hört sich wahnsinnig schön an, ist ein kleines bisschen zurück zu den Wurzeln. Jetzt ist der Bezirk Liezen, es sind 29 Gemeinden, 7 Kleinregionen, es sind 80.000 Menschen, die das Regionalmanagement stärkt. Wie möchten Sie diese Ihre Arbeit anlegen? Genau, ich glaube, es ist zunächst einmal ganz wichtig zu verstehen, in welchen Rahmenbedingungen wir derzeit arbeiten. Es gibt ja seit dem 1. Jänner 2018 das neue Steiermärkische Landes- und Regionalentwicklungsgesetz. Und dieses Gesetz gibt uns ganz neue Möglichkeiten. Wir haben zum ersten Mal ein großes Budget zur Verfügung und die Regionen können eigenverantwortlich und eigenständig entscheiden, was sie mit dem Budget machen wollen. Also die Region selber entscheidet, welche Regionalentwicklungsprojekte sie umgesetzt haben wollen. Und wenn ich sage, die Region entscheidet, stellt sich natürlich die Frage, wer ist die Region, wer entscheidet da? Und das funktioniert so, dass es eine Regionalversammlung gibt. In dieser Regionalversammlung sitzen alle Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der Region drinnen, also aus den 29 Gemeinden. Es sitzen drinnen die Nationalräte und Bundesräte und Landtagsabgeordneten, die ihren Hauptwohnsitz in der Region haben. Und die entscheiden gemeinsam, welche Projekte umgesetzt werden. Also man kann sagen, das Gesetz ist ein wirksames Instrument, dass Projekte umgesetzt werden, die aus der Region sind und für die Region. Jetzt ganz praktisch gesagt, was und wie viel kann oder soll das Regionalmanagement verändern? Jetzt wirklich in der Praxis. Ja, also mein Ansatz ist,
dass wir gesellschaftliche Herausforderungen haben und wir als Regionalmanagement können uns überlegen, wie wir diese Herausforderungen auf regionaler Ebene lösen. Also wir ersetzen nicht das Land Steiermark oder den Bund, aber wir ergänzen mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Gesundheitsversorgung. Wir wissen, dass viele allgemeine Ärzte, viele Allgemeinmediziner Schwierigkeiten haben, Nachfolger zu finden. Es gibt teilweise sehr lange Wartezeiten, wenn man zu einem praktischen Arzt oder zu einer praktischen Ärztin geht. Und da können wir helfen, beispielsweise mit Kooperationen, mit medizinischen Universitäten, die sagen, im sechsten Studienjahr sollen die ein Praktikum machen und das Praktikum soll bei Landärzten sein. Es ist oft so, dass die Medizinstudenten gerne in Lehrpraxen in der Stadt gehen, aber dass es schwieriger ist für sie, sich vorzustellen, was macht denn ein Landarzt? Und da können wir Pakete schnüren und Angebote schaffen, dass sie die Studenten dafür entscheiden, sie machen dieses Praktikum, dieses vierwöchige Praktikum bei einem Landarzt in der Region. Und wir können schauen, dass wir eine schöne Wohnung für die Studenten bereitstellen, dass sie mobil sind, dass sie Anschluss haben zu anderen Ärzten, die in der Region sind, dass sie Freizeitangebote nutzen können. Also dieses Rundherum, diesen Kümmerfaktor, den können wir wahrnehmen. Wie Sie schon angesprochen haben, es gibt die Landes-, National- und Bundesräte, die im Vorstand sitzen. Wie werden jetzt explizit die Projekte entschieden oder geschaffen, kreiert? Genau, also das funktioniert so, dass wir von den Gemeinden, von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern Projektvorschläge bekommen und wir im RML als operative Einheit weben daraus ein Arbeitsprogramm. Und das Arbeitsprogramm ist auf unsere regionale Entwicklungsstrategie abgestimmt. Und das kann man sich dann so vorstellen, wir kriegen die Vorschläge herein, wir wissen aus eigenen Recherchen und Erfahrungen und Beobachtungen, welche Themen wichtig sind für die Region und wir erstellen ein Arbeitsprogramm. Diesen Vorschlag bringen wir dann in den Regionalvorstand. Das ist ein kleineres Gremium, also die Regionalversammlung ist das Gesamte und ein Teil der Versammlung sitzt im Vorstand. Und wir präsentieren als RML dieses Arbeitsprogramm im Vorstand. Und wenn der Vorstand damit einverstanden ist, wird dieses Arbeitsprogramm dann in der Versammlung zur Abstimmung gebracht. Und wenn die Regionalversammlung beschlossen hat, dass das Arbeitsprogramm in ihrem Sinne ist, wird es an das Land Steiermark geschickt und das Land Steiermark sagt dann, versagt die Mittel oder genehmigt diese Mittel. Was werden die nächsten essentiell wichtigen Punkte sein? Ganz wichtig für die Region ist der Ausbau des Breitbands. Also wir haben derzeit ein Projekt am Laufen, das heißt Masterplan Breitband und ist ein Mitverlegungsprojekt. Also das Teure an dem Breitbandausbau sind die Grabungsarbeiten, bis man diese Kabel einmal in die Erde bekommt. Und da ist jetzt die Idee oder das Projekt, dass man einen Masterplan erstellt für die gesamte Region, wo man sieht, was ist notwendig, damit bei jedem Haushalt ein Kabel liegt, das dann bewirtschaftet werden kann von einem Anbieter. Oder bedarfsorientierte Mobilität ist ein ganz wichtiges Thema. Aufgrund unserer topografischen Bedingungen im Bezirk haben wir ein Projekt entwickelt, wo es darum geht, Zubringer zu haben zum öffentlichen Verkehr. Also beim Projekt geht es nicht darum, dass man den öffentlichen Verkehr ersetzt, sondern Zubringer schafft in Form von Ortruftaxis. Frau Dr. Stiermeier, das sind tolle Projekte. Abschließend erlauben Sie mir wie immer eine persönliche Frage. Was möchten Sie als in Ihrer Funktion und vielleicht auch ein bisschen als Frau für den Bezirk Liezen bewirken? Mein Wunsch ist, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Gemeinden, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Projektvorschläge bringen, Projektideen. Dass wenn sie sehen, sie haben ein Problem zu lösen, eine Herausforderung anzugehen,
dass sie das RML als einen ersten Ansprechpartner wahrnehmen, sich mit uns kurzschließen und wir mal sammeln können, welche Themen in welchen Gemeinden von Relevanz sind. Und dass man dann gemeinsam schaut, wie man diese lösen kann. Also das Gesetz beruht darauf, dass man sagt, die interkommunale Zusammenarbeit ist so wichtig. Und die Voraussetzung, dass man interkommunal zusammenarbeiten kann, ist, dass man überhaupt weiß, welche Themen betreffen welche Gemeinden. Und mein Wunsch ist, dass die Gemeinden verstehen, dass wir Dienstleister sind für die Region und helfen können, dass man Themen gemeinsam anspricht und Projekte umsetzt. Also ist das Regionalmanagement Liezen für im Augenblick, ich formuliere das jetzt so, ja, für jede Idee, für jede Vision im Augenblick die Anlaufstelle. Wann diese Idee zu unserem regionalen Leitbild passt. Also im regionalen Leitbild sind Themen definiert, die für die Region wichtig sind. Und sobald eine Idee dazu beiträgt, diese strategischen Ziele, die dort formuliert sind, zu erreichen, ist diese Idee herzlich willkommen. Frau Dr. Stiermeier, ich sage herzlichen Dank. Es war ein sehr schönes Gespräch. Es ist ein sehr erfreuliches Gespräch, weil wir im Bezirk Liezen sehr authentische Menschen sind. Und ich mich freue, einer sehr warmherzigen, authentischen Person gegenüber zu sitzen, die die Dinge angreift. Vielen herzlichen Dank. Danke. Ich sage Dankeschön.